Chero. Chero war ein bekannter irischer Okkultist. Er war ein Numerologe, ein Chirologe und auch ein Autor. Chero wurde geboren 1866 in Dublin als William John Warner. Er starb dann 1936 in Hollywood. Er hatte eine Chero-Tabelle begründet und damit ein bestimmtes numerologisches System entwickelt, insbesondere zur Deutung von Zahlen. Dabei werden den Zahlen verschiedene Buchstaben zugeordnet. Chero nahm den Begriff Chero an als Pseudonym aus der Chiromantie, denn Englisch wird Chiromantie geschrieben Cheiromancy, und er betrachtete sich als Handleser, als Hellseher, als Numerologe und Astrologe. Er verband all diese Fähigkeiten miteinander und es heißt, dass er bemerkenswerte Resultate hatte. Er war der größte und erfolgreichste Handleser seiner Zeit und er war Gast bei vielen Persönlichkeiten. Es wird gesagt, dass er vieles vorhersagte. Er las die Hände von berühmten Menschen wie Mark Twain, Oscar Wilde, Mata Hari, Sarah Bernhardt, Thomas Edison, William Gladstone, General Kitchener, Grover Cleveland und vielen anderen. Es soll auch heißen, dass er das Sterbedatum von Königin Victoria vorhersagte und vieles andere. Chero lebte einige Jahre in London und wanderte dann nach Amerika aus. Er starb eben im Alter von 69 Jahren in Hollywood. Bis heute ist die Methode Chero bekannt in der Numerologie. Und auch seine Werke über Handlesekunst werden bis heute geschätzt.